Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Tanks. Mein Name ist Gredel und mit mir regt er sich leider auch auf, dass es keine Kofferräume an diesen Panzern gibt. Der Eska. Hallo Eska. Hallo zusammen. In dieser Runde wird der Gredel den japanischen mittleren Panzer der Stufe 5 fahren, den Chinu. Und ich selber werde mit dem russischen schweren Panzer Stufe 5 fahren, mit dem KV-1. Let's wets. Ja, China, Japan, ist ja fast dasselbe. Oh, das sollte man in China vielleicht nicht erzählen. In Japan auch nicht. Da wirst du dann zu Mittag serviert. Oh, ja. Das ist halt, naja. Haben wir nun mal auch eine lange Geschichte miteinander. Wollte gerade sagen, und die Differenzen, die die Länder teilweise haben, sind ja immer noch nicht ganz beigelegt. Aus verschiedensten Gründen. Ja gut, die werden sich halt auch nie beilegen. Ich meine, das ist ähnlich wie mit USA und Russland oder so. Ich sag mal, man tut zwar einen auf Frieden, aber im Endeffekt merkt man doch immer wieder an, wie groß diese Differenzen schon seit Jahren sind. Oh, ja. Ist im Übrigen die erste Folge mit Patch 8.11. Ja. Welche Neuerungen gab es eigentlich? Hast du das irgendwo gelesen? Ja, teilweise wurden einige TDs abgeschwächt. In einigen Bereichen gab es Erhöhungen der Credit-Einnahmen für einzelne Panzer. Es ist eine neue Karte dazu gekommen. Also eine komplett neue und einige leichte Änderungen an Karten. Es gibt hier zum Beispiel auch Himmelsdorf im Winter. Mhm. Dann ist eine neue Gefechtsart hinzugekommen, die Konfrontation. Wo halt die Nationen, also panzergemäß Nationen, gegeneinander antreten. Also quasi jetzt Deutschland gegen Großbritannien. Zum Beispiel. Ah, okay. Ja, die einzigen Fraktionen oder Nationen, die rausgenommen wurden, sind die Japaner und die Chinesen, weil die halt schlicht und ergreifend nicht alles haben. Ja, von daher. Und es geht halt, wenn man im Zugrahmen fährt oder sowas, auch nur, wenn halt beide Spieler ein Fahrzeug der gleichen Nation fahren. Und was halt diesbezüglich nicht geht, ist zum Beispiel Franzosen gegen Franzosen. Mhm. Also es können immer nur gegensätzliche Länder gegeneinander antreten. Okay. Der ging voll durch ihre Panzerung. Glaube, ich bin tot. Das könnte man vermuten, ja. Weiß nicht mal von wem. Vom T-49. Ja, aber ich sehe den ja halt nicht, deswegen sage ich, ich weiß nicht mal von wem. Erwischt. Neue. Also auf so ein Konfrontationsmatch oder sowas, da würde ich mich auch mal drauf freuen. Also das ist bestimmt irgendwo recht lustig. Das könnten wir heute noch zeigen, weil... Wenn wir da so reinkommen, ja. Ja, weil ich habe auf jeden Fall drei russische Fahrzeuge in der Garage stehen, die auf jeden Fall gefahren werden könnten. Die voll ausgebaut sind. Das wäre dann nochmal eine interessante Sache. Also würde mich schon interessieren, wie das dann so abläuft, wenn jetzt halt nur deutsche Fahrzeuge in der Gruppe sind oder so. Das wäre bestimmt schon irgendwo... Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das ist auf jeden Fall. Muss man jetzt machen. Ja, was gab es noch an Änderungen? Ja, einige Schadensmodelle wurden geändert, gerade was so Ketten angeht und sowas. Mhm. Und einige Designfragen wurden geändert bei Panzern. Mhm. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Unser Fahrer wurde getötet. Wir können uns kaum bewegen. Naja, mal schauen. Wieso bin ich denn hier so ganz alleine? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wahrscheinlich, weil der Rest fast tot ist. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Der ging voll durch ihre
So, jetzt kriege ich auch noch einen Popo. Jetzt wird's ja noch heikel hier. Hör mir auf, in den Popo zu schießen, kann ich gar nicht leiden. Haben wir denn noch einen Gegner? Auf zwei. Ja, verdammt. Stand denn der kleine AT2? Wo kam der denn jetzt hin? Das weiß ich nicht. Ich sehe ihn nämlich auch nicht. Also von daher. Keine Ahnung! Katerhafen wurde komplett entfernt. Hm? So gut, die war scheiße. Ach, da steht der AT2. Ja, wobei ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, warum Hafen jetzt entfernt wurde. Ich fand die Karte jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Muss ich ehrlich gestehen, ich weiß nicht mal, welche Karte das ist. Na, Hafen halt. Da hattest du auf dem unteren Teil der Karte halt die Hafenanlagen und oben den Norden, sag ich mal, wie so ein Güterbahnhof. Und dazwischen halt die Bahngleise mit den Brücken. Ja, ja, die. Das verstehe ich auch nicht ganz. Okay. Aber wie gesagt, ich fand die eigentlich nicht schlecht. Jetzt ist unsere Arti leider Gottes ganz alleine. Da wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel gehen. Ich schaffe die noch einen mitzunehmen, das wäre noch recht cool. Bauen wir. Der PZ34 natürlich auch sehr geschickt, da seine Geschwindigkeit auszunutzen und wild im Kreis zu fahren. Zack, daneben gescheppert, jetzt hat sie leider verloren. Das war's. Ja, haben die beiden nicht schlecht gemacht. Ja. Oh, gab gleich direkt die neue Auszeichnung, die sie eingeführt haben, Großkaliber. Verursacht in einem Gefecht die meisten Schaden. In dieser Runde wird der Gredel den russischen mittleren Panzer der Stufe 5 fahren, den T-34, und ich selber werde mit dem britischen Jagdpanzer der Stufe 5 fahren, dem AT-2. Let's fetz. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass meine Kofferraumklappe sehr klein ist? Weißt du, zwei Mörder-Sportauspuffrohre, aber der Kofferraum bloß eine kleine runde Klappe. Oh, kriegst dein Schminkköfferchen nicht rein. Ja, apropos Schminkköfferchen, ne? Ich weiß gar nicht, ob in so einem Panzer ein Schminkspiegel existiert. Kannst du sonst gar keine Frau abschleppen, so aus der Innenstadt. Weißt du, so wenn du mal wieder cool mit deinem T-34 so durch die Innenstadt heilst, weißt du, so eine schöne Ghetto-Runde fährst oder so, kannst du ja nicht mal eine Frau mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob du mit der Karre prollen kannst. Also da bräuchtest du, glaube ich, schon ein Tier 10 oder so. Übrigens hier, ne, ich darf auch nicht in die Innenstadt fahren. Ich habe hinten gar keine Beleuchtung dran. Ich bin gar nicht verkehrstauglich. Da du sowieso immer Platz, ist das völlig egal. Ich platz doch gar nicht. Klar. Ich stehe hier noch ganz niegelnagelneu, nicht mal ein Kratzer. Das können wir gleich mal ändern. Weißt du, ich hätte ja normalerweise Angst vor dir, wenn du dann hinter mir fährst, aber du fährst einen AT2. Der macht keinen Schaden. Kein Damage. Kein Damage, ja, genau das.
Ja, du bist wie ein Paladin zu Klassikzeiten von WoW. Es ist schwer, einen Char zu machen und du selber machst keinen, selbst wenn du wolltest. Ja. Ich mach keinen. Wir AT2s können ja wohl Schaden machen. So, genug in WoW-Gefühle mal rübergegangen. Und die meisten, die uns jetzt hören, sind ja dann eher WoT-Spieler. Wenn sie natürlich auch WoW spielen, können sie natürlich unsere WoW-Let's-Plays auch gerne gucken. Für uns ja nicht. Bisschen Eigenwerbung machen hier. Ja, ein bisschen darf man schon. Apropos Eigenwerbung, ne? Ich mach mal. Wir könnten ja unsere Panzer so lackieren, hinten schön mit unserem Let's Play-Channel drauf oder so. Ja, genau. Und dann hier, was weiß ich, Uschis Liefer-Service oder so. Und ein bisschen Geld nebenbei machen. Ja, gierig bist du gar nicht, ne? Das Problem ist zum Beispiel, ich habe ja noch fast nur Level 5er, ich habe aber auch mittlerweile fast 3 Stück fertig und ich kann mir keinen einzigen Panzer danach leisten. Ja, ist teuer, der Spaß. Ich bin pleite. Ja, wenn du alle 6er kaufen möchtest, brauchst du ungefähr 30 Millionen. Ich habe 200.000 oder so, oder 100.000 gerade mal. Ja, also wie gesagt, alle 6er mit 75% Crew sind ungefähr 30 Millionen. Musst da aufpassen, da ist glaube ich noch ein Heavy auf dich drauf. Ja, nee, der fährt gerade in Richtung TD. Hat er auch drauf geschossen, aber leider daneben gesammelt. Er hat mich zum Glück nicht so viel voll genommen. Also wenn du eine halbe Stunde durchhältst, dann bin ich bei dir. Ich weiß nicht, ob mein Sprit noch so lange reicht. Na, jetzt ist er leider beim TD drüben, auf der anderen Seite. Ja. Oh. Drehen. Komm, drehen. Kriegt mich gar nicht mit. Sehr schön. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. So, der ist weg. Du hast auch schon einen Kill. Sehr schön. Ja, ich habe die Arti gerade ausgeschaltet. Ja, das ist gut. Sehr gut. Jetzt kommt aber noch ein dickes Ding da. Ja, ich konnte schon einmal schön Schaden machen. Da ist der nächste schöne Treffer. Gleich muss ich wegfahren, weil jetzt dreht er seine Kanone. Hilfe! Ah, Gredel auf der Flucht. Ja, bei einem KV-2, der schießt nur einmal. Dann bin ich leider hops. Der ging nicht durch. Ah, verdammt, da war einer schneller als ich. Egal, der ist weg. Bevor der dich kalt macht, ist gut so. Ja, er konnte mich nicht treffen. Ich habe mich so hingestellt, dass ich ihm hätte hinten den Popo schießen können, ohne dass er mich treffen könnte. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der da lag zum Glück die Leiche der Artillerie, die ich vorher aufgestellt habe. Das ist gut. Ja, ich habe die schon planmäßig direkt dort so hingestellt, weil ich genau wusste, alles klar, wenn ich sie da hinstelle, dann passt das schon. Das ist gut. So eine Planung ist immer gut. Tour Le Mans. So. Wir drücken jetzt hier auch eine Stadt drin. Ja, wir drücken gerade von hinten. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Schön daneben gesammelt. Ja. Hier im Stadtschutz Platte oder was? Der ging nicht durch, ja, ist klar. So. Nichts erledigt. Bist du gerade an den T1 dran, oder? Da ich den nicht ankratze, vermute ich das mal. Ich kann das nicht so genau sehen, da ist so viel Busch im Weg. Oh, da haben wir gut getroffen. Der ging nicht durch. Und da hat den irgendeiner zerstört. Ne, an den T150 war ich dran. Ja, auch gut. Oh, da steht noch ein Schwerer, der mich gerade nicht mitbekommt. Sehr nice. Ja, genau den meine ich. Da, oh, da konnte ich auch gut reintreffen. Weil ich habe den nämlich gerade frontal, auch sehr schön. Da ging er sogar in Flammen auf. Und dann haben wir da vorne den letzten. Na, den werde ich wohl nicht mehr reichen. Ne, das geht mir wohl genauso. Ja, dann nimm ein paar Cap-Punkte mit. Das werde ich auch machen. Cap-Punkte sind immer gut. Und so, mit ihm. Da hat er sich erledigt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Schönes Match, schönes Match.
Diesmal hatte der Gegner recht wenig Übersicht, wenn ich mir reinziehe, dass ich auf zwei bzw. drei Heavys schießen konnte, die mich alle drei nicht mitbekommen haben. Also es war schon schön. Ja, ging mir sehr ähnlich. Also ich hatte auch einige, die mich vollkommen ignoriert haben oder die dann sinnlos in meinen Schuss reingefahren sind. Aber hat gepasst. 1143 Schaden, das ist scheiße. Nee, das siehst du falsch. Es gibt keinen Schuss, wo sie sinnlos reinfahren. Es ist immer gut, wenn sie da reinfahren. Ja, ist alles gezielt, ist alles gezielt. Du musst ja wissen, ob der Schuss auch noch gut ist oder ob die Patrone vielleicht zwischendurch feucht geworden ist oder so. Ja, nee. Das ist auch, wenn die da reinfahren, das war auch genauso geplant und genauso gezielt. Natürlich. Alles gilt. Das soll's in dieser Woche von uns gewesen sein. Wir sagen Tschüss und Bye-Bye. Ja, Bye-Bye und noch ein Nachtrag an Wargaming. Ich möchte einen Kofferraum haben. Ach, du mit deinem Kofferraum.